Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Und der Titel des Videos nennt sich Epley-Manöver. Und das Epley-Manöver ist die Goldstandtherapie für den Lagerungsschwindel im hinteren Bogengang. Im Netz und bei YouTube findet ihr sehr, sehr viele Videos über das Epley-Manöver und viele Handouts im Internet. Und es wird ein bisschen so dargestellt, als wäre es eine super einfache Geschichte, als könnte sich jeder Patient einfach selbst behandeln. Und deswegen habe ich lange nachgedacht, ob ich auch das Epley-Manöver bei YouTube reinstelle. Aber die Nachfrage der Kursteilnehmer war groß und ich dachte mir, okay, ich mach's. Aber ein Unterschied zu all den anderen Videos, die es gibt, ich werde in diesem Video zeigen, warum es sehr, sehr wichtig ist, von einem Experten behandelt zu werden und warum es wichtig ist, sich nicht selbst als Laie zu behandeln. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach los, ich zeige euch das Manöver und bei jedem Schritt werde ich erklären, warum es so wichtig ist, von einem erfahrenen Therapeuten behandelt zu werden. Wir fangen dann mit dem Langsitz. Die Patientin macht die Beine lang, aber der Körper bleibt oben, das ist der Langsitz. Ich benutze immer ein Kissen. Man kann auch das Kopfende niedriger stellen, was dann problematisch ist, dass man wirklich den Patienten ein bisschen parken muss. Ne? Dass man immer darauf achtet, dass der Kopf nicht zu weit oben, nicht zu weit unten ist. Dieses Problem löst man, wenn man einfach ein Kissen unter dem Patienten legt. So ist der Rumpf etwas erhöht und ich habe sofort die gewünschte Streckung im Kopf, die ich haben will. Das Manöver beginnt damit, dass wir den Kopf des Patienten einstellen. 45 Grad Rotation, 30 Grad Extension, Streckung des Kopfes. Und die Patientin hält sich an mir fest. Das ist auch sehr wichtig. Die meisten Patienten legen sich hin und dann beginnt abrupt der Schwindel. Und der Schwindel macht höllisch viel Angst. Die Patienten haben Angst, dass sie von der Bank fallen oder wenn sie es im Bett machen, dass sie vom Bett fallen. Und ich als Therapeut stehe auf dieser Seite, sodass dem Patienten nichts passieren kann. Und indem sie sich bei mir hält, gebe ich ihr auch noch viel Sicherheit und Unterstützung. Ich zähle bis drei, dann legen sie sich mit einer schnellen Bewegung auf den Rücken. Ja? Eins, zwei, drei. Das ist der erste Schritt des Epley-Manövers. Ihr seht, der Test ist negativ, diese Patientin ist gesund. Unten seht ihr eingeblendet, wie die Augen aussehen würden, wenn der Test positiv wäre. Wir haben ebenfalls unten eingeblendet, was mit den Steinchen im Ohr passiert, im Innenohr, wenn wir diese Bewegung machen. Weil der Test negativ ist, hat die Patientin mich sehr schnell losgelassen. Du kannst mich einmal nochmal festhalten. Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand sehr akuten, starken Schwindel hat, dann packen die Leute richtig fest. Und ich bin aber da, ich kann die Leute beruhigen, ich kann die Leute halten und das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Dann, was ich gerade gesagt habe, die Augen bewegen sich und der Therapeut muss erkennen, in welche Richtung die Augen schlagen. Bei dem hinteren Bogengang schlagen die Augen nach oben und drehen sich zur betroffenen Seite. Wir haben das Video eingeblendet, wo ihr sehen könnt, die Augen schlagen nach oben und drehen sich. Von uns aus nach rechts, vom Betrachter, aber vom Patienten aus ist es nach links. Und wir testen auch die linke Seite. Und das heißt für mich als Therapeut, okay, ich habe die richtige Seite und den richtigen Bogengang. Nachdem der Schwindel nachlässt und die Augen sich beruhigen, warte ich 30 Sekunden. Und nach 30 Sekunden kann die Patientin mich loslassen. Ich bewege mich einmal um das Kopfende rum. Und jetzt ganz wichtig, den Kopf nicht heben, sondern nur rollen. Ich rolle den Kopf von 45 Grad rechts, die Endstellung 45 Grad links. Und in dieser Position kommt der Schwindel fast nie. Ihr seht auch unten eingeblendet, dass sich die Steine nicht viel bewegen. Und jetzt bereiten wir uns auf den letzten Schritt vor. Ich sichere wieder als Therapeut ab, denn wenn die Patientin sich dreht und der Schwindel wieder akut einsetzt, hat sie wieder die Angst, dass sie von der Bank fallen könnte. Und ich nutze meinen Körper und sichere wieder ab und nutze meine Hände, begleite und beruhige die Patientin. So, sie drehen sich zu mir, Kinn zu Schulter, Nase zum Boden. Das ist ganz wichtig, Kinn zu Schulter, Nase zum Boden. Ich habe die Patientin ein bisschen begleitet, das ist ganz wichtig, damit sie den Kopf nicht hebt und sich richtig dreht und im richtigen Winkel den Kopf hält. Und ihr seht, ich habe die Patientin sicher. Also es gibt, wie gesagt,
Sie hat keinen Lagerungsschwindel, sie ist sehr ruhig. Wenn es positiv wäre, die Patienten fangen an, sie sich zu ziehen, sich zu halten. Und das brauchen sie nicht, wenn ich einfach meinen Körper gegen ihren Körper drücke und denen klar mache, okay, ich bin hier, es passiert nichts, sie fallen nicht von der Bank und ich habe sie ganz sicher in den Händen. Ja? Wieder warten, bis der Schwindel nachlässt, warten, bis die Augen sich nicht mehr bewegen. Hier sehe ich die Augen nicht, aber ich kann die Patientin fragen, ob es aufgehört hat. Und wenn sie sagt ja, kann ich immer ein bisschen von der Seite gucken und mich vergewissern, dass es wirklich aufgehört hat. Die Augen pulsieren so stark, man sieht sogar von der Seite, ob die Augen noch schlagen oder nicht. Und dann warte ich wieder 30 Sekunden und nach 30 Sekunden nimmt die Patientin die Beine von der Bank runter, hält den Kopf so, bis sie sich aufsetzt. Sobald sie sitzt, darf sie den Kopf frei nach vorne bewegen. Und ganz wichtig, auch hier, wenn man das Manöver macht und ihr seht wieder unten eingeblendet, was mit den Steinen passiert. Jetzt fallen die Steine in den Vorhof des Innenohrs und das kann dem Patienten nochmal einen richtigen Schub geben. Und hier ist auch wichtig, als Therapeut bin ich wieder bei der Patientin und sichere sie wieder ab. Ja, das war das Epley-Manöver für die linke Seite. Ich hoffe, es wurde deutlich, warum es wichtig ist, von einem Therapeuten behandelt zu werden. Und wenn ihr Lagerungsschwindel habt, dann geht auf unsere Website www.ivrt.de. Dort findet ihr eine Therapeutensuche. Und in der Therapeutensuche sind alle Therapeuten, die von uns ausgebildet wurden. Bei denen seid ihr wirklich in guten Händen. Auf der gleichen Seite, auf der rechten Spalte, ist auch erklärt, was der Arzt verordnen muss, damit die Kasse, egal ob privat oder gesetzlich, die Therapie übernimmt. Und die Kasse zahlt es, die Leute sind gut ausgebildet. Warum noch selbst behandeln?